Hallo meine lieben Kreativlinge. Vielleicht hört ihr das Blubbern im Hintergrund, aber ich bin gerade nebenbei am Kochen. Und eigentlich wollte ich noch eine Karte vorbereiten, aber ich habe mir gedacht, komm, das Zeug liegt jetzt hier so und film's ab und dann hast du das weg. Entschuldigung. Und zwar wieder mit dieser Standschablone. Am Anfang habe ich mir tatsächlich echt schwer getan, da irgendwie Inspiration zu finden, was man daraus machen kann. Und mittlerweile kann ich gar nicht mehr aufhören mit der. Ganz schlimm. Das Ergebnis schaut so aus. Ich finde es ultra putzig. So herbstlich und alles, ne? Also wir haben jetzt mitten Sommer, also wir haben jetzt, was haben wir, Mai, wo ich es abfilme. Je nachdem, wann es online kommt. Aber ne, Karten kann man nie genug haben. Und ja, ich habe das Ganze schon mal ausgestanzt, weil sonst würde es zu lang dauern. Und ich merke, meine Nase geht schon wieder zu. So, ich fange mit den Bäumen an. Das heißt, ich klebe mir jetzt einmal mit Sensitiv Klebeband. Das ist vom Action aus der Bauabteilung. Aus der Baumarktabteilung klebe ich mir das jetzt einmal so ab, weil ich möchte, wie gesagt, die Bäume machen. Und dazu nehme ich Walnut Stain. Und färbe mir jetzt die Bäume ein. Ich merke schon wieder einen Anflug von Erkältung oder Schnupfen oder irgendwas. Ah, das ist das Kind gerade mal eine Woche im Kindergarten. Und schon geht's rund. Oh Gott, ich denke, ich habe morgen einen Zahnarzttermin. Den habe ich jetzt mittlerweile schon das dritte Mal verschoben. Das dritte Mal. Aufgrund von, ne, Corona und also wir hatten kein Corona, aber halt Erkältung. Und haben die es nicht so gern, wenn du da mit Erkältungssymptomen reingehst. Sind da halt etwas sehr pingelig, ist in Ordnung, die schauen halt auf die Gesundheit. Und weil Kind krank und so, ja, wenn ich den jetzt wieder verschieben muss, ach nö. Bitte nicht. Naja, werde ich morgen früh sehen. So. Dann mache ich das Klebeband ab. Mache das Klebeband dahin, quasi auf meine Bäume. Ich weiß, ich halte meinen Finger immer noch komisch, obwohl die Pflaster mittlerweile ab sind. Aber es hat noch nichts zu heißen. So, dann nehme ich Move It Lawn. Und mache mir mal ein Gras. Und da sind noch ein paar einzelne Blätter. Die mache ich auch noch grün. Da ist der Übergang noch nicht ganz so. Also ist noch eine weiße Stelle gewesen. Und dann schauen wir mal hier. Ah, da ist auch noch ein bisschen. Okay. So, und jetzt machen wir dann oben den Teil. Dafür nehme ich einmal Fired Brick und ein Fingerschwämmchen in der passenden Farbe. Und mache mir quasi, ja, so ein paar Stellen hin, dass es aussieht wie buntes Laub. Dasselbe mit Mustazid. Ich glaube, wenn ich fertig bin mit dieser Karte, kann ich mir erst einmal neue Fingerschwämmchen für die zwei Farben reinpacken. So,
und dann machen wir das Ganze noch einmal mit Move It Lawn. Der Herbst ist ja nicht ganz rot-gelb, sondern auch noch teilweise ein bisschen grün und braun und ja, ganz bunt halt. So, und dann schaut es ungefähr so aus. Okay, das lege ich mir jetzt mal beiseite irgendwo hin. Dann nehmt euch eine Grundkarte in den Maßen 11x21,5 und den Stencil hier. Und ja, das wird leider ein bisschen Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich. Der Stencil ist übrigens von Lawn Fawn und ich fange mit Fired Brick an. Ihr seht schon, wie mein Schirmchen aussieht. Irgendwann sehen die halt einmal so aus, ne? Vor allem, wenn man dann mit Stencils arbeitet. Und ja, dann arbeite ich jetzt mit Stencil. Wie gesagt, es wird kunterbunt. Ich will gucken, dass ich so viel wie möglich abdecke. Noch ein bisschen rot. Und hier oben noch ein bisschen. Dann dasselbe mit Muster zieht. Also mit dem Gelbton. Echt ekliges Gefühl, wenn du da so diese Erkältungssymptome spürst. So im Hals, in der Nase. Das ist echt eklig. Und du kannst aber auch leider nichts dagegen machen. Ne? Ich mache mir dann halt immer Gedanken, wie es meiner Kleinen geht. Weil ich habe dann auch immer gleich direkt Kopfschmerzen. Aber sie war dann eigentlich recht fit, wie ich sie heute früh in den Kindergarten gebracht habe. Aber wobei, ich glaube, ich habe bei ihr auch die Symptome schon mitbekommen. Also ist jetzt schon wieder einen leichten Husten. So, und dann machen wir das Ganze nochmal mit Grün. Eben die drei Farben. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass die Kinder das einfach irgendwie besser wegstecken wie wir Erwachsenen. Sei es jetzt irgendwie, wenn sie stolpern oder was. Wir haben uns dann, keine Ahnung, gleich irgendwas gebrochen. Und die verkraften das, keine Ahnung, irgendwie leichter. Aber man macht sich ja dann doch seine Gedanken. Irgendwie. Und nein, ich bin keine Helikoptermutter. Wobei mein Mann sagt, ich bin eine Helikoptermutter. Zur Seite. Das muss ich später sauber machen. Den muss ich auch sauber machen. So, wenn wir das soweit haben, der Untergrund schaut schon wieder recht aus, dann können wir eigentlich das schon mal aufkleben. Das Einzige, was ich ausspare, ist diese Baumhöhle quasi. Die Tür, das ist wurscht, weil da klebe ich jetzt nichts dahinter. Bei den anderen Karten habe ich oft irgendeine kleine Maus oder was dahinter geklebt. Aber hier hat sich einmal nichts versteckt. So. Schauen, dass ich das einigermaßen gerade aufkleben kann. Okay.
diese Blätter muss ich noch aufschneiden. Ja, und das sind meine aufgestempelten und ausgeschnittenen Teile. Von Lawn Fawn, das sind zwei verschiedene Stempelsets, glaube ich. Einmal mit Eichhörnchen, einmal mit Mäuse. Ich habe so viel Lawn Fawn Stempelsets. Wobei mittlerweile Clearly Besotted echt überhand nimmt. Also mehr ist wie Lawn Fawn tatsächlich. Am Anfang war es Lawn Fawn, die mich da so gehypt haben. Dann kam Clearly Besotted so in meine Richtung, sagen wir es mal so. Und ja, dann hat es mir Clearly Besotted besonders angetan. So. Aber Lawn Fawn finde ich nach wie vor immer noch sehr putzig. So, du springst da in den Laubhaufen. Du spielst dann mit den Blätternhaufen. Ah, und da habe ich ein 3D-Pad drauf gemacht. Warum auch immer. Ist jetzt wurscht, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Du kommst da rein. Und die Blätter schneide ich schnell noch aus. So, die Blätter habe ich jetzt ausgeschnitten. Und die klebe ich jetzt da so drauf, ganz normal, ohne 3D-Pads. Weil das kleine Eichhörnchen, das spielt mit den Blättern. Dann sind wir schon fertig. Ich finde die echt ultra niedlich, die Karte. So schön herbstlich und so schön bunt und ja. Das war's. Danke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich kriege jetzt diesen blöden Ding da nicht mehr rein. So. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt gesund. Bleibt kreativ. Ich habe meinen Text vergessen. Bye bye.